Basti! Auf dem Boden waren Öllachen, die wie flüssige Dunkelheit aussahen. Okay. Oh nein, jetzt auch noch. Okay, gut, diese Öllachen können wir jetzt einfach nur mit der Taschenlampe entfernen, das ist ganz gut. Oh. Alter, was hat er denn da? Scheiße, wo ist Rusty hin? Rusty, Kumpel! Irgendetwas hat ein gigantisches Loch in die Mauer gerissen. Bitte, nicht die Tiere füttern! Was? Was? Oh nein, Rusty! Die Dunkelheit hat ihn, Alter. Rusty, Rusty, nur Besucher erlaubt dir eine andere Lizenz. Und er ist schnell. Wow, er ist echt schnell. Sorry, Rusty. Aber du hast mir keine Wahl gelassen. Gut, kommen wir opfern mal eine Batterie. Weil wir irgendwie zu sehr rumasen. Wir sollten mit ausweichen. Ja, das läuft nämlich hier so richtig geil bei mir. So, oh, okay, hier hinten haben wir nochmal eine haufenweise Munition. Sehr schön. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Okay. War denn jetzt Rusty so eine Art Bossgegner? Also er war schon wesentlich agiler als die anderen. Schnell. Können wir überspringen? Nein, können wir nicht. Telefon. Was? Verdammt, was war das? Ich habe es durchs Fenster gesehen. Ich habe etwas gesehen. Vergiss es, Barry. Ich bin wohl verrückt geworden. Oh Mann. Du bist nicht verrückt. Ich wünschte, du wärst es, aber du bist nicht verrückt. Sei vorsichtig. Bleib in der Hütte. Öffne niemandem die Tür. Ich meine das ernst. So, okay. Hier nochmal ganz kurz alles abgucken nach einer Manuskriptseite. Aber sieht nicht so aus. Okay. So, na dann, weiter geht's. Sucherzentrum, da kommen wir gerade her. So, wo ist jetzt also der Last Peak? So, hier vorne haben wir noch mal eine Manuskriptseite. Da schauen wir noch mal kurz rein. Im letzten Augenblick des Bewusstseins dachte Rusty an Rose. Er war älter als sie. Sie war fast noch ein Teenager. Doch dank ihr fühlte er sich wieder jung und vergaß das Desaster seiner längst toten Ehe. Er trug den Ring immer noch. Er hatte gewartet, dass sie ihn bat, ihn abzunehmen. Das würde sie nun nie tun. Ach Mann. Macht den fast ein bisschen traurig. So, hier geht's zum Lover's Peak. Also nicht wundern, wenn ich mich ab und zu mal hier so ein bisschen in die Büsche schlage.
wie gesagt, ich habe immer so ein bisschen das Bedürfnis, alles zu erkunden. Zu schauen, ob noch irgendwo eine Seite ist. Gerade hier, so solche Ecken, so benutzen ja Entwickler sehr gerne, um sowas zu verstecken. Wow. Krass. Was ist denn das? Lover's Peak lag am Ende des Naturlehrpfads. Oh, okay. Hier haben wir nochmal einen Pfeil, der uns zeigt, hier ist was Gutes versteckt. Gibt's Loot, würde Benny sagen. Na, dann schauen wir doch mal. Ja, komm, lass uns rein in die Tropfsteinhöhle. Wunderbar. Ist ja noch nicht gruselig genug. Die Moonshine Cave. Mhm. Okay, ein paar kleine Fledermäuse. Die machen mir keine Angst. Oh, jo. Oh, und ein Gewehr. Wunderbar, ein Gewehr. Perfekt, die Schrotflinte. Wir haben sie. Sehr, sehr cool. Leuchtpistolenmunition. Und die Leuchtpistole haben wir auch. Sehr gut. Die hat uns ja schon im letzten Kapitel echt gute Dienste geleistet. Und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt hier auch genug Munition finden, um uns hier wirklich effektiv und gut verteidigen zu können. Gerade weil ich so kacke bin. Mit der Steuerung hier. Alles klar. Okay, cool. Das hat sich gelohnt. Ein paar Batterien haben wir auch bekommen. Haben wir jetzt 14 Stück. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, ich gehe mal kurz hier auf die Pistole, auf den Revolver. Ich lasse jetzt hier aus Versehen hier mit der Leuchtpistolenmunition hier rumballer. Die verschwende. So, na dann lass uns doch mal hier runter gehen. Okay, und der macht die Licht kaputt. Die Glühbirnen, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wo? Oh nein, 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 nein. So, sehr schön. Oh! Mann, Alter, dieses Ausweichen. Ob ich es noch hinbekommen werde? Irgendwann. Ich glaube nicht. So, schön. Dixie-Toilette hier, wunderbar. Wie komme ich denn hier mit einem Auto hin, um das Ding zu leeren, frage ich mich. Also richtig befahrene Straße? Eine befestigte sehe ich hier nicht. Oh, hier drüben, schaut mal. Da müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Da ist eine Manuskriptseite versteckt. Jetzt müssen wir schon mal ein bisschen vormerken. Okay, gut, dann gehen wir mal hier rüber. Mal gucken, ob wir uns da irgendwie gleich nach links schlagen können. Das ist jetzt ja ziemlich weit weg, ne? Gucken wir mal. Vielleicht müssen wir auch hier erstmal hoch. Okay, da geht dann lang der Leerfahrt. Ja, wie gesagt, auch hier nochmal ganz kurz. Kleiner Exkurs in die Büsche. Vielleicht finden wir ein paar leckere Beeren, ein paar Nüsse, Pilze und Manuskriptseiten. Hier zum Beispiel. Niemand in Bright Falls schien zu wissen, wo Al war. Aber Rose, die Kellnerin im Restaurant, hatte ihn gesehen. Nach Barrys Wissen war Al wie vom Erdboden verschluckt, nachdem er das Restaurant verlassen hatte. Rose war die Art Fan, die Al hasste, aber sie wollte wirklich helfen. Außerdem war sie schlau, wusste viel über das, was in der Stadt vorging, viel über Al. Sogar, wer Barry war. Barry gefiel sie. Bei Frauen hatten Barry und Al nur selten denselben Geschmack. Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, also Alan Wake ist tatsächlich, nachdem wir uns den Schlüssel abgeholt haben, spurlos verschwunden. Spricht er tatsächlich für die Theorie mit dem Autounfall und dass wir das jetzt hier irgendwie alles so... Okay, feine. Irgendwie eventuell zusammen... Fantasieren oder so? So, wo kommen sie? Oh, die Musik wird wieder fies. Also ich bewege mich jetzt mal wirklich bewusst außen lang irgendwie.
um eventuell noch etwas hier zu finden. Und ich frage mich, wo die Feinde sind. Aber jedes Mal, wenn diese Sicht so verschwommen wird und diese Musik einsetzt, heißt es eigentlich für uns, dass Feinde in der Nähe sind. So, ich laufe mal Richtung Straße hier vorne zurück. Vielleicht werden die hier erst getriggert. Komisch, wo sind sie? Da können wir mal hochlaufen, da ist einer. Wow. Der hatte ein bisschen Power irgendwie. Vorne ist noch einer, ne? Ja. So, Ypsilonski. Also die Taschenlampe ist wirklich echt schwach irgendwie. Ich will auch nicht alle Fassnase jetzt mit reinbetten. Wenn die Gegner einzeln kommen, geht das tatsächlich. Dann sind die noch recht gut zu konzentrieren. Also, ja, ich sag mal, konzentriert irgendwie runter zu schießen. Ganz blöd gesagt. Aber so, wenn die natürlich von Masse kommen, dann wird's schwierig. Da muss ich Batterien wechseln wie Wilder. The Great Old One. Felt by Lightning. Ach hey, durch Blitz. Buff. Okay, warte mal. Ich würde mal hier kurz hier hochgehen. Waren wir hier schon? Nee, hier waren wir noch nicht. Ah, okay. Hier haben wir auch nochmal die Schrotflinte. Und nochmal Schrotflinten-Munition. Sehr schön. Na dann, auf weiter zum Lover's Peak. So, ich gehe hier nochmal kurz einmal rum. Weil vielleicht hat sich hier etwas versteckt. Wollen wir nach vorne? Kann das sein? Nee. Wo? Oh, okay. So. So, badabem, badabum. Musste jetzt ganz kurz nochmal hin. Eine kleine Stelle nochmal. Das zweite Mal machen, irgendwie, weil ich gerade falsche Tastenkombination gedrückt habe. Ihr habt gesehen, hier ploppte gerade ein Achievement auf und ich finde, das macht immer so ein bisschen so die Immersion kaputt in so einem Spiel. Deswegen habe ich es mal kurz ausgeschaltet. Habe aber vorher natürlich nicht die richtige Kombination gedrückt, sondern natürlich die falsche. Und habe das Spiel verlassen. Okay, gut. Aber wir sind wieder am gleichen Punkt. Oder in dem Falle sterbt. So, okay. Weiter zum Lover's Peak. Das sind immer noch Feinde hier, Wahnsinn. Das ist echt viel. Irgendwie frage mich auch, kommen die hier halt unendlich oder sind es einfach nur extrem viel? Naja, egal. Wir schauen weiter. So, hier würde ich nochmal ganz kurz was schauen wollen. Nichts, nirgends, nirgends, nichts, eine Manuskriptseite zu finden. Nö. Nee, nicht. Nirgends. Okay, alles klar. Na dann, lass uns über die Brücke laufen. Eieiei, und wir pumpen schon wieder hier. So, vorne haben wir eine Art Sani-Kasten, wie ich sehe. Sehr gut. Und da liegt auch eine Manuskriptseite. So, bitte seht's mir etwas nach, irgendwie, wenn ich jetzt diesmal nicht so viel rede, weil die Stimme ist halt wirklich mega anschlagen. So, Manuskriptseite. Ich ging um die Ecke und hatte Angst davor, was der Strahl der Taschenlampe enthüllen mochte. Plötzlich glühte das aufgemalte Symbol einer Fackel auf. Dahinter, von einem Felsen verborgen, stand ein ramponierter Metallkoffer. Er war voller Vorräte. Batterien, Leuchtfackeln, Munition. Dinge, die man zum Überleben in der Finsternis braucht.
Jemand, der wusste, was ich wusste. Und mehr hat er das hier gelassen. Haben wir das vielleicht selbst hier gelassen? So, okay, dann suchen wir mal ganz kurz wieder dieses Fackelsymbol. Das heißt also, dass wir hier natürlich irgendwo wieder eine Markierung finden müssen. Und hier steckt schon wieder eine Axt. Jemand aßt hier sehr mit seinen Äxten. Oh, hier haben wir... So, jetzt gehen wir da rauf. Nochmal eine Thermoskanne. So, schön. Immer. Okay, hier unten ist ein kleiner Rastplatz. Aber ich würde noch ganz gerne vorher erstmal dieses Symbol finden, von dem hier gerade gesprochen wurde. Ich muss nach hier laufen. Ist das vielleicht der Punkt, den wir von da drüben eventuell gesehen haben, ne? Mit der Seite, kann das sein? Wahrscheinlich ist es der. So. Ah. Okay. Bärenalarm. Na, da folgt mich doch. Bärenalarm. Wie toll. Scheiße. Okay, es sind mehrere. Es sind drei. Schatz. Vier. Haben wir auch noch recht gut hinbekommen. Naja, mehr schlecht als recht, aber wir sind durch und wir haben jetzt auch nicht zu viel Schaden kassiert. Ich verbot das als einen Sieg. Okay. Und ich habe es ja, glaube ich, auch schon das öftere Mal gesagt. Wer hier wirklich Pro-Gaming auf diesem Kanal wartet, ist leider hier sowas von falsch. Hier sind nur Noobs am Pad. Im Controller. Sieht nichts aus, als wenn hier noch eine Seite zu finden ist. Vielleicht hier vorne. Auch nicht. So, hier vorne ging es noch durch. Through trees. Okay. Hier geht's weiter zum Lover's Peak und hier vorne haben wir noch eine Seite. Kommen wir denn hier? Kommen wir gar nicht durch, ne? Können wir rüber? Ja, kommen wir rüber. Moment, wartet jetzt gerade. Oh, habt ihr jetzt gerade zum Point of No Return gehabt? Agent Nightingale wollte nicht in Bright Falls sein. Diese kleinen Gemeinden stießen ihn ab. Er mochte auch die Bäume und den Kaffee nicht. Nun wusste er, dass hinter den Schaufenstern und dem Lächeln das Grauen lauert. Der gute Kaffee? Er wollte nur den Wagen wenden und fahren, bis er einschlief, die Straße aufhörte oder er keinen Schnaps mehr hatte. Aber er hatte etwas zu erledigen. Er musste einen Schriftsteller fangen. Um jeden Preis. Wie, Agent Nightingale jagt einen Schriftsteller? Ich frag, wie bitte? Oh nein, hier kommen wir nicht mehr zurück. Jetzt mal. Schade. Haben wir hier und dann hier, so und dann hier und dann, ja, doch, Schweinjagd. Ich würde hier vorne nochmal ganz kurz schauen. Nicht, dass ich hier was übersehe. Da, bei der, Alter, das ist ja mal auf jeden Fall mal eine Holzscheibe. So. Bock, 2001 und 1853 gefällt das Ding. Der Baum, aus dem dieser Ring stammt, begann 1846 zu wachsen. Im Jahr, als der Oregon-Kompromiss unterzeichnet wurde. Weitere wichtige Ereignisse. 1953. Das Washington-Territorium wurde gebildet. 1878. Gründung der Bright Falls Mining Co. und der Stadt selbst. 1889. Washington tritt
Staat im Bund bei. 1929 wird beim Waldbrand beschädigt. 1970. Die Bright Falls Mining Co. schließt ihre Tore nach einem Vulkanausbruch unter dem Cauldron Lake. 1980. Ausbruch des MTST Helms. Das Mount. Achso, das ist wahrscheinlich nochmal. Das ist der Vulkan, ja? Der Mount St. Helens. 1987 wird durch einen Sturm gefällt. Okay. Na, das ist eine Menge Information für so einen Baum und für so einen Ort hier. Okay. Aber scheinbar gibt es hier nicht noch etwas zu finden. Ich würde gerne noch ein bisschen Leuchtspurmunition, also Leuchtmunition haben. Aber die fehlt mir gerade tatsächlich so ein bisschen. Da bin ich so ein bisschen out of ammo. So, okay, gut. Hier bin ich rübergesprungen. Alles klar. Na gut. Okay. Dann. Ey, warte mal. So, ich bin jetzt einfach. Ich bin ja einfach nur im Kreis gelaufen, ne? Ist das einfach nur eine Sackgasse? War das eine Sackgasse oder konnte man hier jetzt noch nach rechts weg? Nee, das ist alles. Nee, kann man nicht. Okay, ist alles durch das Steinmassiv hier eingekesselt. So, hier ganz kurz nochmal einmal hoch. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, ich habe tatsächlich nicht nochmal irgendwie diese gelben Markierungen gefunden. Als hier vorne davon die Rede war. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt einfach nur stellvertretend nochmal als Tipp war irgendwie, wann, hey Leute, irgendwie, wenn ihr das findet, schaut doch mal nach, irgendwie folgt den gelben Spuren. Naja, aber scheinbar. Genau, hier haben wir die Thermosflasche. Scheinbar gibt es aber auch nichts anderes hier. Und normalerweise war es ja hier entweder an den Bäumen von der Markierung her oder hier am Felsen. Aber hier sehe ich erstmal gar nichts. Na gut, okay, dann eben nicht. Ist ja kein Problem. Können wir runterlaufen? Nein, können wir nicht. Denn wird es jetzt Zeit für uns, den Lover's Peak weiterzufolgen. Hechel, die Hechel, die Hechel. So, okay, zack. Hoch hier mit uns. Und hoch. So, ohne Seilbahn. Okay. So, Besitzer Center. Okay. Moonshine Cave. Und da oben ist Lava's Peak. Alles klar. Na gut, dann holen wir doch mal hier besagte Seilbahn. Und wir müssten noch fast da sein, ne? Wir sind hier fast unter der Antenne. Mal sehen, ob das jetzt noch ist. Zur Rettung. Los, wir müssen uns beeilen, es kommen noch mehr. Ach, scheiße, das ist doch der von der Fähre am Anfang. Die Taschenlampe ist Kinderkram, Wake. Die Leuchtfackeln halten die Bastarde auf. Ja, nein, gib mir die mal. Ist er der Entführer? So, warte mal. Sehen Sie sie auch? Natürlich sehe ich sie. Wir müssen hier weg. Warum? Weil es so in der Geschichte steht. Ja, aber... Los jetzt!
Ich habe meine Waffe verloren. Oh, ich habe eine Waffe. Sehen Sie nur zu, dass Sie mit dem Licht draufhalten. Oh nein. Es dauerte einen Moment, aber dann erkannte ich ihn. Er war auf der Fähre gewesen, mit der ich und Alice hergekommen waren. Ja, genau. Er hatte sie angestarrt. Er wusste, wie ich hieß. Wir näherten uns Lover's Peak. Das konnte alles kein Zufall sein. Er war der Entführer. Okay, alles klar. Gut, 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 gut. Schnell weg. Na los, Wade. Machen Sie schon. So, jetzt will ich natürlich mit den Leuchtfackeln so rumasen hier irgendwie. Los, jetzt knall den ab, Mann. Alter, den alles abgefangen. Batterien weg, Waffen weg, alles weg. Halten Sie sie mit den Leuchtfackeln aus dem Notfallkasten in Schach, bis die Bretter ab sind. Na toll. Ich brauche die Waffe. Ha, keine Chance, Wake. Was soll das? Her mit der Waffe! Schnauze! Halten Sie sie mir vom Hals, verdammt! Na toll. So, ich versuche mal erstmal so viel wie möglich mit der Taschenlampe zu machen. Nur noch einen Moment! Verjagen Sie sie! Ja, mach halt hin, Alter. Das hält sie uns vom Hals. Mist. Nur noch einen Moment, ich hab's fast. Okay, es ist offen, Wake. Jetzt oder nie. Na denn, geh weg. Jetzt schwarze. Komm schon. Los. Fühlen Sie sich jetzt besser, Wade? Gemütlich und sicher? Ach, Alter. Sie sich bereit. Was labert denn für ein Scheiß, ey? Der geht mir immer richtig auf den Sack jetzt hier. So, ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht zu viel links und rechts übersehen habe. Aber es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, irgendwie, wenn du dich nicht verteidigen kannst und du musst ganz schnell hier irgendwie von A nach B flitzen. Das letzte Gefecht. Hier sind noch mehr Leuchtfackeln. Machen Sie sich bereit, wir bekämpfen Sie, solange Sie kommen. Oh, toll. Her mit der verdammten Waffe, Sie kommen! So läuft das hier nicht. Halten Sie sich ans Programm, Wake. Machen Sie sich bereit, Wake. Seht ihr das? Hä? Oh, das war eine Thermosflasche. Die hole ich mir nochmal schnell. So ein bisschen Tee muss immer sein. Oh, hey, hey, hey. Ja, ich bin ja, du hast so die Waffe. Sehr schön, der Dicke, der auf weg. Perfekt.
Okay, es reicht jetzt. Wo haben Sie meine Frau? Ich wusste, dass Sie das sagen würden. Ich habe alles schon gelesen. Sie sind ein toller Schreiber. Herzlichen Glückwunsch. Sie schaffen mal etwas Glorreiches und Schreckliches, sobald Sie von uns ein bisschen Formulierungshilfe haben. Wovon reden Sie eigentlich? Wo ist Alice? Ich will das ganze Manuskript. Oder sie wird es ganz bitter bereuen. Wenn Sie sie Oha, okay. Los, Ellen, schnapp dir die Waffe.